Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Construction Simulator hier auf meinem Kanal. Und wir haben noch eine Aufgabe vor uns. Theoretisch nein, wir haben das Geld, was wir brauchen, um das Grundstück zu kaufen. Wir gucken mal eben drauf. Wir sind ja hier in dieser Kampagne. Das wäre finale Kampagne. Wir sind ja noch in der Eröffnungskampagne. So, das heißt, wir müssen verschiedene Dinge tun. Drei Baumaschinen, das haben wir jetzt erreicht. Das neue Firmengelände könnten wir jetzt kaufen. Dafür brauchen wir 150.000, die haben wir. Und Auftragsexpansion, das machen wir jetzt aber tatsächlich so noch nicht, auch wenn wir es könnten. Weil dafür ist das Ganze viel zu spannend. Und wir nehmen den letzten Auftrag an, den wir hier noch haben. Da haben wir nämlich noch mal ein bisschen was. Wandbau, Fertigwände, Materiallieferung und so weiter und so fort. Wir nehmen den Auftrag an. Wir brauchen eine Zugmaschine. Und wir brauchen einen... Ja. Genau. Auftrag angenommen. Bauen wir eine neue Garage. Dort stand zuvor ein Carport, der allerdings vom Sturm zerstört wurde. Für die neue Garage brauchen wir Wände aus der Fertigwandfabrik. Mein Gott. Also haben wir eine Zugmaschine und Materialaufleger. Okay. Da wir gerade beim Händler stehen, alles perfekt. So. Wir brauchen eine Zugmaschine, die wir mieten werden. Die meinten so einen großen, wa? Ja, komm. Scheiß drauf. Kostet ja nicht die Welt. Akzeptieren. Und ein Multi-Auflieger. Was will er haben? Materialauflieger, wa? Gucken, was haben wir denn da? Materialauflieger, Multiauflieger. Ich glaube aber, mit dem kommen wir tatsächlich klar. Ah, okay. Mieten. Ja. Akzeptieren. Okay. So, das haben wir. Und jetzt werde ich euch gleich was zeigen, was diejenigen, die... doch nicht, weil ich es nicht aufgezeichnet habe. Deswegen mache ich ja dieses Tutorial nochmal. Darum geht's. Genau, ihr könnt es nicht gesehen haben. Ich erzähle doch Schwachsinn. So. Irgendwas steht mir jetzt hier im Weg. Was soll denn das? Mit der Kamera los hier. Naja, ob ich so eine Zugmaschine da unbedingt brauche für die paar Wände. Ich denke, das mit der Kamera, das ist auch noch irgendwie ein leichter Bug, was wir noch fixen müssen. So. Da ist er. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen Materialtransport zum markierten Ort begeben. Okay. Ach so. Oh, jetzt habe ich meinen Bagger kaputt gefahren, wa? Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, dass der da steht. Mann, wie fährt denn der? Scheißkarre. Zum markierten Ort. Ja, hier einmal drumherum. Will ich aber nicht. Maus in Ruhe lassen. Ach ja, guck mal, da haben wir den Wackelhabe. L für Licht, passt.
Übrigens, der Sternenhimmel da oben ist theoretisch echt. Man würde ihn, oder wir sehen ihn natürlich nicht so. Wir sehen immer nur schwarz mit weißen Punkten. Aber laut der NASA ist es tatsächlich so, dass es da oben sehr, sehr viele Farben gibt. Und ja, man die halt nur mit speziellen Kameras wohl auch sichtbar machen kann. Ja, scheiße, ich bremse jetzt nimmer. 100 weniger. So, guck mal hier. Da ist was, was ich euch mal, was ich gesagt hatte. Hier ist eine Tanke. Die haben wir jetzt nämlich entdeckt. Eieiei. Da lässt sich aber bescheiden lenken, dort will ich dir mal sagen. Und dieser Kameramodus ist auch irgendwie. Ich habe irgendwo so das Gefühl, ich habe wo drauf geklickt, wo ich nicht hätte draufklicken dürfen. So, wir kommen in eine Stadt, da ist wieder eine rote Ampel. Schön, weg ist er. Und du fahrst schneller, sonst bist du der nächste Freund. So. Ja, dieses Tutorial, diese Garage hier jetzt noch in die nächste oder in die letzte Sendung mit rein zu friemeln, das wäre nicht so schön gewesen. Das ist so ein Ding ist das. So, bist du immer noch nicht grün? Ich habe 3 SMS in der Zwischenzeit geschrieben oder WhatsApp und du bist immer noch nicht grün. Das ist ziemlich lästig. Also die Ampelphasen sind definitiv zu lang. Warum ist da vorne keiner mehr? Ach so. Junge, Junge, Junge. Genau, ich zeig euch mal was. Rechte Seite. Fragezeichen. Ich habe ja gesagt, man kann ja alles entdecken, was hier schon mal irgendwo so rumsteht. Also, auch hier mal drauf. Kann über einen Zaun klettern. Kommt allerdings nicht ganz weit. So. Frage war dann natürlich, okay, was ist das? Werden wir dann später sehen. Die Vermutung
Nee, sage ich nichts zu, egal. Denkt euch euren Teil fertig. Also auf jeden Fall kommen wir damit hin. Warum ist das so lange rot? Warum ist das so lange rot? Ja, Baumaschinenmiete, genau. So sieht's ja mich aus. Könnten schon längst fertig sein, die Baumaschinen könnten schon alle wieder zurück sein. Meine Güte. So, aber so, wir haben die Fabrik entdeckt. Das heißt, wir fahren hier jetzt in den markierten Bereich. Und müssen jetzt Fertigwände kaufen. Aussteigen. Und die lassen wir auch gleich. Oh, die mit dem Kran aufladen oder beladen lassen? Mal gucken. Weil da war ja auch einiges im letzten, ne? So, wir produzieren maßgefertigte Elemente und Spezialteile für deine Bauprojekte. Bitte überprüfe die einzelnen Aufträge, um mehr über die Details zu erfahren. Genau. Gesamtkosten 3000 für ein Paket. Okay, das erstmal mit der Rücktaste. Garagenbau, das. Okay, das können wir jetzt kaufen. Paket laden, okay. Okay. Also, wir hatten jetzt hier tatsächlich nur die Möglichkeit zu kaufen. Wir können aber genau nicht selbst aufladen. So, wie dem auch sei. So, wo sind wir vorbei? Egal. Er zeigt es ja an. Er zeigt es ja an, wo wir hin müssen. Erstmal jetzt hier vom Hof wieder runter. Nee, warum denn? Warte mal. Warum soll ich denn so Umwege fahren? Ist doch Blödsinn. So. Jetzt warten wir wieder auf eine grüne Ampel 3 Stunden. Warum haben die Fußgänger eigentlich grün, nur wir Autos nicht? Das passt doch auch nicht zusammen. Ist da auch ein Systemfehler.
komische Ampel. Also irgendwie, guckt euch mal die Verkehrsregelung von den Ampeln an. Das ist sehr merkwürdig. Na gut, es soll Amsterdam sein. Vielleicht ist das in Amsterdam so. Jeder einzeln. Da hat jeder seine eigene Ampel oder so ähnlich. Jetzt geht es auch einige Meter wieder zurück. Und langsam sind die. Ich habe irgendwas an der Kamera, glaube ich, verstellt. Ich bin mir nicht sicher. Dumpty dumpty dum. Leute, die Folgen wären kürzer, wenn diese Ampeln nicht wären. Also wenn man jetzt überlegt, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht, wie schnell hier ein Tag rum ist, würde man hier also gefühlt einen Vierteltag an der roten Ampel verbringen. Und ganz ehrlich, ich werde jetzt auch nicht an jeder roten Ampel anhalten. Das ist. Dann zahle ich lieber 100 Ocken, anstatt hier stundenlang an diesen Ampeln. Werden wir nie fertig. Ganz ehrlich. Das ist zu lang. Ab und zu kommt mal ein Auto mit Bassantrieb. Ich glaube, die Physik wird auch noch irgendwie verändert hier. So, wir müssten doch gleich schon wieder da sein, wo wir hin müssen, oder? Oder täusche ich mich? Guck mal, die waren auch gelb. Ja, egal. Wir haben es doch. Die war kostenlos. Na, guck mal. Ach so, wir müssen ja hier zu diesem Händler hier. Was sollen wir hier holen? Irgendwas sollen wir hier holen. Guck mal, es wird schon wieder hell, ne? So. Was sollten wir hier denn holen?
Und warum geht das Menü nicht? Was ist hier falsch? Ach so, okay. Noch was? Bewehrungsgitter, okay. Und Deckenelemente, okay. Dann gehen wir zur Kasse. Und wir lassen das auch direkt aufladen. Fertig. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hängt vorne in der Luft. Aber gut. So. Weiter geht's. Mal hier erstmal irgendwie raus. Achso, können wir hier raus? Ist das ja gar nicht mehr so. Aua! Löst dich auf, weg mit dir. Wir werden pulverisiert, wenn wir die andatschen. So, hier ist die Garage. Dann können wir uns eigentlich hier auf dem Gehweg pflanzen. Wobei diese Laterne hier ziemlich blöd steht, ne? Das muss man ja mal sagen. So. Da sind wir. Baumaterial nehmen. Fertigwendig liefern. Das haben wir soweit. Bewegung. Was neben Kranplatz und halte G. Okay, jetzt müssen wir einen Kran mieten. So, G. Müssen wir einen Kran aufbauen. Was nehmen wir denn für einen? Achso. Fahrzeughandel. Fünf 120 kosten alle das gleiche. Schnelleinsatzkran, warte mal. 1940, der reicht doch, oder? Okay. So, jetzt aber. Genau, der reicht auch vollkommen dafür, ganz ehrlich. So. Müssen wir den ganzen Kram abbauen, abladen. Gucken, wie gut wir das hinbekommen diesmal. Hey. Markierten Bereich. So.
Super. Da war jetzt tatsächlich keine Markierung. Da hatte ich, als ich das Tutorial das erste Mal durchgeführt habe, hatte ich echt meine Probleme, weil ich sagte, ich kriege den Scheiß da nicht abgeladen, weil er mir nichts anzeigt. Das war so ein bisschen tricky, das Ganze. Ja, das würde man jetzt auf einer normalen Baustelle so wahrscheinlich nicht machen. Dann gäbe es vom Polier eins oben drüber oder so, oder vom Chef. Weil so schwingende Lasten, das so zu, durch die Gegend schwingen zu lassen, das geht natürlich auch aufs Material, ne? Also auf die Baumaschine selber, ne? Seilzüge und so weiter und so fort, ne? So. Hier natürlich so ein bisschen die Herausforderung mit dieser ollen Straßenlaterne, ne? Ja. Nicht so schlimm. Kann da nichts dran ändern, wenn diese blöde Lampe da steht. So. So. Da müssen wir einmal aussteigen. Jetzt müssen wir den Bauplatz räumen. Warum müssen wir den jetzt räumen? Was müssen wir da? Ach so. Was ist denn hier? Guck mal. Das Übliche wieder, ne? Da war doch eben irgendwo ein Punkt. Achso, geh, Rückstände entfernen. So, fertig. Bewege dich zur Markierung. Zu welcher? Achso, alles klar. Transportrahmen entsichern. So, jetzt müssen wir fertig Wand, was? Jetzt müssen wir die Wände platzieren. Ich glaube, wir können mal Folgendes schon mal machen. Und zwar, der kann schon wieder weg und der kann schon wieder weg. Dann kostet uns das nämlich kein Geld mehr. So, hat Harry jetzt abgeholt, das Ganze. Ach, das ist einer, der von unten gesteuert wird. Ah, okay. Gut zu wissen. So. So, gucken, dass wir die erste kriegen. So. Das geht sogar recht gut, was wir hier jetzt gerade machen.
erste Wand drin. So, Shift links und mit Shift links könnt ihr den Haken drehen. Schön langsam natürlich, ganz klar. So. Und die letzte. Oh, es wird noch spannend, Leute. Das glaubt mal. So, ach guck mal, jetzt haben die sich automatisch entpackt da, das ist ja unglaublich. Gepackt. Jetzt. Andere Richtung. Hier muss man jetzt auch nicht darauf achten, dass die hundertprozentig liegen, das kommt echt nicht darauf an. Weil du eine bestimmte Höhe hast. Genau, so zum Beispiel. Legen die sich von allein, gell? So. Wichtig ist halt nur, dass wir hier nicht die frisch gemauerte Wand wieder einhauen. Oh, so. Letzte. Ich weiß gar nicht, wo dieser Bewährungsstahl noch mit rein soll, aber okay. Wir sollten ihn besorgen.
So, der letzte. Dann gucken wir. So, der Kran kann jetzt wieder abgebaut werden. Okay. Demontieren. Genau. Ja, einmal auf die 3. Genau, gemietet haben wir ihn jetzt nicht mehr. Der ist weg. Was passiert denn da mit dem Zeug eigentlich? Kann mir das mal irgendjemand erzählen? Nichts, ha? Ja, das Gespann für Zugmaschinen und so weiter ist schon weg. Warum die hier noch liegen, weiß ich nicht. So, jetzt brauchen wir einen Betonmischer. Den mieten wir natürlich auch über den Fahrzeughändler. Das heißt, wir können dort, genau. Man hat manchmal das Gefühl, dass eine Kampagne mit weniger Schritten länger dauert als was anderes. Das Ding können wir eigentlich auch schon gleich mitmieten. Warte mal, das können wir schon direkt machen. Mieten, ja. Weil ich da weiß, dass wir die brauchen werden, diese Betonpumpe. So, das heißt, den haben wir die nämlich auch schon. Dann können wir jetzt Beton holen. Und das Kieswerk, ja, in etwa weiß ich noch, wo das ist. Warum steige ich eigentlich immer an der falschen Seite ein? Aber egal. So. Das ist, glaube ich, ein paar Meter weg von hier. Und genau, da wir 290.000 haben und gleich auch für den Bau noch was dazu bekommen oder schon haben oder wie auch immer, ignoriere ich hier jetzt echt rote Ampeln, weil du kommst ja nicht vorwärts. So, das Kieswerk ist jetzt wo? 1.300 und da sind ein paar Meter bis dahin, ne? Deswegen da jetzt auf jede rote Ampel zu gucken. Drauf geschissen, ehrlich gesagt. Ja, Performance-Probleme sind bekannt. Wahrscheinlich meinen die da so diese leichten Ruckler. Die sind mir bis jetzt gar nicht mal großartig aufgefallen. Mach dich aus dem Staub hier, Mann, du Idiot. Unglaublich. So. Minuten schon wieder weg. Ha, siehst du? War das alles in einer gemacht? Aber da merkt man schon so, die ersten Stunden Spielspaß sind dann schon weg, ne? So. Bin gespannt, was das noch alles ist. Da auch rechts Hafengebiet oder sowas. Keine Ahnung. Baustellen. Bestimmt auch noch alles Aufgaben für uns, wo wir neu asphaltieren müssen und ach, ich weiß nicht, Brückenneubau und aber ich glaube, das wird noch eine ganz spannende Geschichte.
hat sich gerade aufgelöst. Seit wann war der Weg zum Kieswerk so weit? Da habe ich mich schon wieder irgendwo verfahren. Echt nicht entsinnen. War doch nicht so weit weg. Wir waren doch schon beim Kieswerk. Irgendwo habe ich mich verfranst. Ist schon recht, gell? Hier kostet jetzt noch mal 100, pass auf. Oder auch nicht. Auch gut. Langsam mal da sein. Immer noch 1200 und... Also es... Ich meine, ich fahre doch nach dem Navi, was... Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, wo ich mich vorhin vertan habe, eventuell. Oder ob das wirklich das Navi falsch angezeigt hat. HP hat nicht geschrien, das, ja, also brauchen wir anscheinend doch einen kompletten Mischer voll, wa? Weit ist denn das jetzt eigentlich? Wo ist denn das komische Ding, was mitzählt? 1800 irgendwas. Aber viel Verkehr hier, mein Gott. Teilweise hackselt es ein bisschen, wa? Oh, er hat aufgegeben. Was ist denn schon wieder das? Ey, mal ganz ehrlich. Leute, an eurem Navi müsst ihr aber noch arbeiten. Das geht ja so gar nicht. Du fährst ja nur einmal falsch und das ist immer. Also liegt es gar nicht mal an mir.
Und das ist aber auch eine selten blöde Kreuzung hier. Wenn ich hier rauskomme und muss da rüber, dann baut doch irgendwie eine gerade Ausspur oder sowas hier rein. Das ist ja mal selten dämlich. Ja, hup mal. Auto ist kaputt, wirst gleich abgeholt. So, der letzte Teil des Tutorials. Schon wieder 46 Minuten, wäre jetzt unglaublich, wie viel Zeit man damit verbringen kann. Aber der Rest wird auch nicht mehr allzu lange dauern, hoffe ich. Es ist auch ein bisschen knifflig, aber... Saar. Ach so, warte mal. Ist billiger, wenn ich hier lang fahre. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Genau. Die Betonpumpe, mein Freund, habe ich natürlich auch schon gemietet. Weil ich das Tutorial ja schon mal gemacht habe. Aber es ist ja auch wurscht, wann ich die miete. Und wann ihr das macht, ist halt eure Sache. Ich habe sie jetzt direkt mitgemietet, weil ich halt wusste, okay, das Ding brauchst du dafür. So. Jetzt ist die Frage, warum... Warum zeigt er mir denn jetzt die markierte Ort? Hier ist kein markierter Ort. Wo muss ich denn jetzt lang, liebe Leute? Einmal auf die Karte gucken. Hier bin ich, markierter Ort. Okay. Ach, jetzt hat er die Pfeile. Okay. So. Was natürlich ein bisschen kontraproduktiv ist hier, ist wirklich diese olle Scheiß Straßenlampe, ne? So, und zwar, ich muss in das Menü und muss hier auf den... Genau, so. Jetzt kann ich nämlich das ganze Ding dann ausfahren.
so geht das. Ich kann hier noch weiter auseinander, okay. Junge, Junge, das ist ein Monstrum, würde ich sagen. So, pass auf. Hier einmal aussteigen. Und warte mal. Wir müssen ja die Klappe noch öffnen. Hauptarm links, rechts, genau. Nochmal F1. Wir müssen. Gießen an, aus. Betonaufnahme, okay. Jetzt können wir raus. So. Genau. So. Jetzt nicht so dämlich da stehen würden, ne? Dann könnte man auch vernünftig agieren, ne? So, Kontextmenü. Kontextmenü. Was haben wir hier denn? Das ist die. Funktioniert das? Okay. Und mal gucken, ob das da drin landet oder wo das landet. Oh ja, geht ja. Okay, der wird auch nicht unbedingt leerer. Können wir da aussteigen? Schön, Verkehr staut sich. So, thank you.
Ja, das ist ein Akt für sich. Das Ding, du. Junge, 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 Junge. Schlimm, 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 schlimm. Weiß gar nicht, wie so ein Teil funktioniert. Also es geht ziemlich weit raus jedenfalls. Zusammenklappen, würde ich sagen. Es ist also diese Betonpumpe, die hat es echt in sich, ey. Sollen das jetzt funktionieren hier? So. Langsam wird ein Schuh draus. So. Eieieiei. Noch Baustelle räumen, ja? Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt nämlich einfach. Stopp, 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 stopp. Dann machen wir einfach Folgendes. Weg, weg. So, Baustelle ist geräumt. Verkehr rollt wieder. Da ist jetzt Happe. Hier müssen wir jetzt noch kurz reden. Alles hat aber jetzt gedauert, du, eine Stunde. Baustelle räumen, ja. Jetzt ist die Garage fertig, wunderbar. Und jetzt haben wir hier tatsächlich alle Kampagnen soweit fertig. Also die Startkampagne. Gute Arbeit, L1 Turmbrekan wäre eine gute Erweiterung. Können wir jetzt aber erstmal bleiben lassen. Da sehen wir dann mal später. So, Aufträge. Das wären jetzt nächste Aufträge tatsächlich. Das wollen wir jetzt aber gar nicht machen. Sondern wir müssen unsere Kampagne hier auswählen. Kampagnen, das ist das, was wir jetzt hatten. Und wir haben morgendliche Energie gemacht. Es werde Licht haben wir gemacht. Wir haben den Falschparker gemacht. Haben wir auf die Escape-Taste? Nee, warte mal.
Ach so, hier. Hallo? Kampagne. So. Ach so rum. Neben der Spur haben wir gemacht. Expansion fehlt jetzt noch. Da brauche ich drei Baumaschinen für. Und das zweite Firmengelände muss ich kaufen. Das wäre dann hier. Ausbaustufen. So, jetzt geht's los. Das zweite Firmengelände. Das kaufen wir. Und genau, jetzt müssen wir hier raus. Und nimm den Auftrag Expansion an, um das neue Firmengelände nutzen zu können. Willst du den Auftrag jetzt ansehen? Ja, sofort. Also da müssen wir jetzt mit Harpe sprechen. Mit anderen Worten, wir können unseren Bussen Harpe. Ich glaube. Wo ist denn der? Ich glaube, wir setzen uns mal in unser Autochen. Und müssen jetzt mal eben gucken, wo Harvey steckt. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ach so, warte mal. Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Kampagnen. Kampagnen, Finale, Firma. Im Gelände 1, Parkplatz. Auftrag. Ach so, Jobs. Aufträge. Ich wüsste jetzt gerne mal, wo Happe ist. Regt mir nicht auf. Ach, da steht noch unser Radlader. Wir fahren mal eben nach Hause. Ich habe keine Ahnung, wo der im Moment ist, wo wir mit dem quatschen können. Ich weiß auch nicht, warum wir das nicht sehen. Kampagne ist allerdings sehr lang, sollte allerdings so lang gar nicht werden. Das war nicht geplant von mir. Sorry, Leute. Ach so, dann gibt es im Übrigen, ich sehe die jetzt gerade hier. Steig doch aus, wenn ich das sage, Himmelarsch, Mensch. Immer diesen Zirkus. Hier, diese Dinger gibt es auch überall. Ich habe ein Sammlerstück gefunden. Sehr schön. So, wo ist jetzt HP? Ach so, Auftrag annehmen. Ja, sollte man machen, oder? Und jetzt kriegen wir auch mit, wo HP ist. So, scheiße, wenn man dumm ist. Gut, aber wir haben das Sammlerobjekt noch mitgenommen, Auftrag Expansion angenommen. Das wäre dann im Prinzip der letzte Teil des Tutorials, wenn ihr so wollt. Und das, was wir jetzt als Abschluss machen, das ermöglicht uns dann auch einen Multiplayer zu erstellen. Aber das müsst ihr machen und das dauert halt seine Zeit. Anders geht es nicht tatsächlich. Ich glaube, HP ist schon am neuen Firmengelände. Ihr erinnert euch an das Gelände, wo wir eben runtergeflogen sind.
raufgelaufen und neugierig, wie wir waren. Guck mal, und 134.000 haben wir jetzt immer noch. Ja, ja. Oh. Hoppla. Oh ja, das ein Straßenschild. Sowas bewirken kann, das ist schon extrem. Aber ist aus Kruppstahl gebaut. Wie sagte man damals? Hart wie Kruppstahl. Aber ich halte jetzt nicht mehr vor Ampeln an hier. Wie gesagt, wir sind über eine Stunde am Gange. Das ist zu lang für ein Video. Ich kann sagen, ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Ich freue mich über ein Abo, über Däumchen, über Kommentare und so weiter und so fort. Abo tut gar nicht weh. Und die nächsten Folgen, die wir dann im Multiplayer machen, die werden dann auch entsprechend kürzer sein. So. Ein paar Meter haben wir noch vor uns. Ja, die war's. So, da sind wir auch schon. Genau, und hier ist nämlich das Grundstück, wo wir quasi vorhin runtergeflogen sind. Als wir uns so neugierig da drauf wagen wollten. Jetzt werden wir hier hingelotst. Oh, ich habe die Olle übergefahren. Das Tor ist allerdings noch zu. Wir steigen aus. Und quatschen mit Harpe. Hallo Harpe. Glückwunsch zu diesem beeindruckenden Firmengelände. Nicht, dass ich meine alte Firma verstecken müsste, aber von hier aus kannst du so richtig durchstarten. Es stehen dir nun wirklich alle Wege offen. Du kannst nun tun und lassen, was du willst. Dennoch solltest du dich hier auch weiterhin nützlich machen. Denn die Stadt braucht jemanden, der Ordnung in das Chaos bringt. Ja. Es gibt da ein paar für dich interessante, aber doch sehr unterschiedliche Auftraggeber, die ihre ganz eigene Sicht auf die Probleme der Stadt haben. Da gibt es den Investor mit großen Visionen, die Umweltbeauftragte, den Direktor des Historischen Museums und die frisch vereidigte Bürgermeisterin der Stadt. Hm. Wenn du dir einen Namen machen möchtest, dann unterstütze sie bei ihren Projekten. Es wird sich sicher für dich lohnen. Am besten triffst du dich mal mit ihnen und findest heraus, was sie vorhaben. Jo. Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg. Vielen Dank. Wir sehen uns sicher bald wieder. Ich finde, Harpe hört sich so ein bisschen an wie Harry Weinfort. Gut, das ist jetzt unser Grundstück. Jetzt können wir auf dieses Gelände nämlich auch drauf. Fluxbau GmbH. Ja, Mensch. Schön Altbau. Keine Ahnung, was das mal war, was da mal produziert wurde. So, das Tor ist offen. Den LKW können wir hier erstmal stehen lassen. Wir laufen mal kurz drauf. Nehmen hier ein Sammlerobjekt mit. Und jetzt haben wir das Firmengelände auch entdeckt. Und wir gucken mal eben was nach. Weil im Multiplayer ist es nämlich so, dass es hier hinten ein Loch gibt. Hatte ich schon gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich über Abos, über Däumchen und so weiter und so fort. Und, ja, also das ist definitiv ein kleiner Kartenfehler. Und hier müssen sie nochmal bei. Hier kann man nämlich drunter gucken. In diesem Sinne, lassen wir es für heute erstmal gut sein. Spielname, Online-Beschreibung. Ah ja, okay. Und hier kann ich das Ganze nämlich jetzt auch online machen. Einzelspielermodus.
Und jetzt kann man hier ein Online-Spiel erstellen tatsächlich und könnte hier auch ein Passwort hinterlegen. Und genau. So sieht's aus. Ja, aber wie gesagt, bis ihr mit euren Kumpels zusammenspielen könnt, da müsst ihr durch. In diesem Sinne, jetzt aber endgültig. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.